Hallo Welt, da rutschen wir wieder zu unserem Gleiter da vorne. Wir könnten Natrium noch verkaufen. Da vorne ist nämlich so eine Handelsbox und ich finde es nochmal sehr schade, dass man hier keine Markierungen setzen kann. So hoch technologisiert, eigentlich so intelligent, wie wir alle hier sind. Ja, mit Raumschiffe bauen und all diese tollen Sachen. Aber dann haben wir es nicht gelernt, zu kartografieren. Mein Gott, wir können das Wort nicht mal aussprechen. Oder uns mal irgendwelche Orte zu markieren. Mit GPS oder so geht das doch, über Google Maps oder was. Wäre alles drin. Hey, was ist das denn? Irgendwas Neues. Moment, da gucken wir aber mal schnell. Kennen wir sowas schon? Was ist das? Rote Bälle. Ja, Beutelgift. Kannten wir wohl schon. Und was kann das, Beutelgift? Naja, giftig sein wahrscheinlich, oder? Wir versuchen das mal abzuminen. Hey, lass den in Ruhe. Genau, wir bringen dich zu Fall. Und ihr seid nett hier? Ja, aber da hat was anderes geschrien gerade, oder? Wow. Das sieht auch immer so aus, so dramatisch, als würde man gleich sterben. Oh, wie machen wir das denn? Uiuiui. Was war das denn? Beutelgift ist nicht witzig, oder? Ich habe schon mitbekommen. Beutelgift. Nicht so nah rangehen. Puh. Technologie aufgeladen. Wenn ich das richtig sehe, könnten wir noch einmal starten. Das ist aber nicht zum Starten, das ist zum Schießen. Der Minenlaser ist das. Zum Abernten. Das finde ich allerdings gut, dass die Kreaturen uns nicht als Feind wahrnehmen, wenn wir hier drinnen sitzen. Das gefällt mir. Dachte ich. Aber irgendwie steckt er seinen Kopf doch scheinbar hier rein. Das gefällt mir wieder nicht. So möge er sich beruhigen, aufhören und woanders hingehen. Das finde ich nicht angenehm jetzt. Ich dachte, wir wären hier sicher. Ach, sind wir doch bestimmt auch. Ja. Das ist doch ein Bild für ein Thumbnail, oder? Ja, ganz klar. Der Saurier in unserem Cockpit. Das müssen wir als Thumbnail nehmen. Naja, egal, oder? Haben wir jetzt oft genug gesehen, glaube ich. Ah, der war doch gut. Genau in der Mitte. Ja, prima. Nochmal bitte. Nee, weg ist er. Okay, das ist nicht mehr mittig. Wir verzichten drauf jetzt. Verzichten. Aha, das war's. Dann fehlt uns, ich weiß schon, die Wasserstoff fehlt uns wieder. Joa, aber so kommen wir doch langsam weiter. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kommt durch den Winter, ja. Und wir kommen auch durch, wie man sieht, es klappt. Ja, okay, wir haben jetzt lange schon keine Technologie mehr gefunden, keine versteckte, aber diesen Händler haben wir gerade gefunden. Ah, das ist ja jetzt scheinbar auch nicht so selten, oder? Der Planet ist so groß. Und wenn wir sowas finden, was war? Springt der da oder was macht er jetzt?
Ich habe den Eindruck, der lässt uns nicht in Ruhe. Ach, das auch noch, ja. Wie fies. Ja, die Drohnen sehen uns schon. Nee, wir sterben hier. Der schießt. Der Händler ist hier am falschen Platz. Ach, dann machen wir das eben so hier. Kurz mal. So, Drohne, dann such uns mal. Oh, die sucht wirklich. Gott, was machen wir, wenn uns die Munition bei diesem Trick irgendwann mal ausgeht? Dann müssen wir uns durchschlagen. Ne, das sehen wir ja mit der Munition. Also wenn wir draußen rumlaufen, verstehe ich nicht, wenn wir draußen rumlaufen und uns verstecken, dann hat er uns sofort vergessen nach 10 Sekunden. Und hier, ja, der kann irgendwie durch die Höhlenstrukturen durchgucken, durch die Steine und alles, was es da gibt. Der kennt den Trick wahrscheinlich schon. Das wird überhaupt nicht leer, das Multiwerkzeug dieses hier. Wir haben doch hier das magnetisierte Ferrit. Technologie aufgeladen. Er rätselt, aber er ist immer noch hinter uns her irgendwie. Vielleicht entdecken wir eine Höhle. Keine Höhle entdeckt. Schade. Was war das? Komplexe Funde? Ach so. Aha. So weit kann man schießen mit dem Ding. Aha. Noch eine Erkenntnis. Das Ding verbraucht auch nur Energie, wenn es wirklich irgendwas wegbrutzelt. Sonst nicht. Ich glaube, der hat uns nicht mehr auf dem Kika. Wir können zurück. Oh, da sind wir aber weit gekommen mit unserem Tunnel hier. Wir werden uns aber wundern, wenn wir eines Tages hier so einen Tunnel mal finden. Ja, andere werden sich wahrscheinlich auch wundern, wenn sie den finden. Und auf einmal ist Ende. Geht man da rein, denkt, da ist irgendwas und... Nö. Plötzlich ist da zu Ende.
Was denn jetzt, echt? Wo ist der andere? Wir wollten nämlich beim Händler mal gucken, was wir für das Natriumzeugs bekommen. Hier hätten wir eine Basis bauen sollen, in der Nähe von dem Ding. Ja, hätte, sollte, könnte. Wir wussten am Anfang ja nicht. Natrium 18.000, 19.000. Ja, für 500 knapp. 500 Einheiten, also. Naja, gut, verkaufen wir das mal. Jetzt will er kein Natrium mehr. Wird er gar nicht mehr wollen jetzt? Oder wie? Reines Ferrit. Ist ja jetzt auch nicht ganz so schwer ranzukommen. Ja, aber das behalten wir. Wofür? Eisen? Ja, vielleicht. Ja, daraus ließe sich was machen. Okay, wir gehen mal raus hier, weil da kommt, glaube ich, schon wieder irgendwas, oder? Ne, es wird einfach nur dunkel. Okay. In den sicheren Gleiter. Rein mit uns. Und vielleicht bauen wir dieses Ding auf. Wie bauen wir das eigentlich auf? Ach, wir können das stapeln? Bewegen und stapeln. Gegenstände stapeln, Stapel teilen oder andere. Ach, das ist mal eine Idee. Nein, können wir nicht. Eins steht da. Nur eins kann man davon nehmen. Mhm. Bringt aber auch nicht viel. Dafür, dass es so Technologie ist und so, naja, können sie nichts mehr mit anfangen. Brauchen sie nicht. Och, dann. Wir wollten doch gucken. Wir haben doch irgendeine Aufgabe, die wir jetzt abschließen können. Hier. Missionsziele. Einzigartige Pflanzen scannen? Ja, gut. Komplexe Funde. Planetare Flora. Wo ist denn Moment? Ach, hier oben. Erwachen. Ja, das sollte ausgewählt sein. Also erwachen. Finde uns, höre uns nochmal. Das abgestürzte Schiff reagierte auf meine Befehle und bestätigte damit meinen Verdacht, dass es mir gehört hat. Ich habe es repariert und bin damit in den Weltraum geflogen. Aber der Grund für meinen Absturz ist immer noch ein Rätsel. Also, finde das Notsignal. Haha! Ja, wir haben ja noch gar nicht mal das Tutorial fertig hier, wie es aussieht. Das wird sein. Primärmissionen. Eine Mission. Und ich dachte, das wäre es jetzt. Und wir haben schon, ich weiß nicht, 40 Folgen? Ach mehr, wir haben schon fast 80 Folgen hier. Schon 3 Monate unterwegs. Jeden Tag. Da die 20 Minuten. Naja, gut. Missionsziele. Das Notsignal haben wir gefunden. Da haben wir gleich eine Basis angefangen zu bauen und uns geärgert, dass wir nichts lagern können. Hyperantriebskomponenten erlangen. Mikroprozessoren. Das Wrack des abgestürzten Schiffes lieferte die nötigen Pläne für die Herstellung eines Hyperantriebs. Der Hyperantrieb benötigt mehrere Mikroprozessoren. Mikroprozessoren sind im Handelsterminal einer Raumstation erhältlich. Das Handelsterminal einer Raumstation haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefunden. Ja, aber wie machen wir das denn jetzt?
Da steht jetzt nicht, wie wir das anbauen, oder? Raumschiff, sag mal, wie machen wir das? Technologie anbauen? E. Hyperraumantrieb. Ah, chromatisches Metall brauchen wir dafür. Und zwar gar nicht so wenig. Haben wir hier in der Nähe... Ich steige nochmal aus. Ich glaube, hier haben wir nämlich... Nein, Kupfer haben wir hier nicht gefunden. Ach ja, dann suchen wir nochmal nach Kupfer, glaube ich. Ja, bin ich sogar sicher, dass wir das machen. Ja. Einmal los. Schön fliegen. Kupfer suchen. Dann sind wir fertig mit schönen Scheiben hier. Wer weiß, was wir dann alles erhalten. Oh nein, Richtung Süden. Wenn dann Richtung Süden. Da sind wir schon wieder ganz in der Nähe von der Basis. Ach, und da habe ich gerade gesehen, hätten wir wieder ein Wort lernen können. Schade. Das Wort schade kennen wir auch noch nicht, genau. Da, jetzt aber. Jetzt haben wir... Ach, endlich. Ja, hier gehen wir mal runter. Egal. Riesenfrachter, liebe Welt da draußen. Endlich, oder? Und hier können wir aber nicht speichern, meine ich. Ja, Kupfer ist erstmal nebensächlich. Hier müssen wir uns erstmal umgucken. In der nächsten Folge, diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.